Es war ein bisschen der Weg. Aber was soll's. Kann man auch irgendwann. Ich hätte Bock mal wieder zu speichern, glaube ich. Da sieht man die Lagerfeuer auf der Karte, bin ich gerade dran vorbei. Sieht man hier auch mein Questziel? Ach, hä, warte mal. In welche Richtung? Ja, so, ne? Gucke ich genau dahin. Ah, okay, so rum. Das heißt, hier ist, komme ich gleich an dem Lagerfeuer vorbei. Das, da muss ich gleich vielleicht auch mal gucken, kann man da irgendwie hin reisen? Guck mal. Ein Reisepaket benötige ich. Okay. Alles klar. Du. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Können wir hier so rüberklettern? Oder wozu ist das da? Achso, hierauf kannst du balancieren, aber auf dem Holzbalken gerade nicht, oder was? Alles klar. Alles klärchen. Was? Wer spricht da? Bin ziemlich sicher, dass das Ziel gerade noch da war. Naja. Auf jeden Fall werden wir Fleisch brauchen. Das eine Wildschwein, das wird nicht reichen. Bin ziemlich sicher. Da müssen wir gleich wahrscheinlich noch gucken, dass wir noch mehr bekommen. Was ich jetzt erstmal umstelle, ist das mit dem E, F, die Tasse, anderen Funktionen, Werkzeuge, Falle verwenden. Und das hier wird jetzt zu. So machen wir das. Ich habe das gerne einheitlich in allen Spielen. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man das so einstellen kann, wie man möchte. Als mein Name gegen den Berg. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter. Ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Das finde ich halt cool, ne, dass sie, um es trotzdem irgendwie mit uns zu kommunizieren, so tut, als würde sie mit der Urmutter sprechen. Dann ich hole mir noch Frostbeulen. Stell die mal nicht so an. Hinten irgendwo. Der Fleisch. Aber das ist ja nicht das Einzige, was sie wollte, ne? Sie wollte ja auch noch ihr Schmuckstück da. Mal gucken, ob uns das danach angezeigt wird.
Lass uns mal gucken, wo der so lang läuft. Kommt also hier vorbei, das ist gut. Kann man den mit einem stillen Schlag gleich erledigen. Der da? Ja, der hat ja eine tolle Route, du. Ja. Ich warte, bis der hier vorne ist. Meine, wer wird uns so schon sehen? Ah ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die Gernfunktion da in 2066 noch nicht so ausgreift. Weil ich vermute mal, die haben irgendwie die Monster-Maschinen erschaffen oder so. So. Das Vieh. Da auch der Behälter Schwachpunkt. Clever. Aber so guckt da wenigstens so ins Hin. Hätte wahrscheinlich auch mit dem Stein funktioniert, ne? Aber egal. So. So weit weg wieder. Guck mal. Okay, jetzt der Hunter sagte, nice. Ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Es ist nicht weit von hier. Wie wir einfach von einem so einem kleinen Vieh zweimal Fleisch bekommen. Nice. Dann, wenn das nicht weit ist, dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Wobei das natürlich Schwachsinn ist, weil wir wären auch dahin gegangen, wenn es weit wäre. Ja, nie schaden, mal ein bisschen Fleisch überzuhaben, ne? Der Kriegerpfad durch die Felsen ist schon wieder einer. Oh, hier waren vorhin drei. Ja, guck mal. Alter, als ob der nicht getroffen hat. So. Bonn also nach, auf jeden Fall. Frage ist, wie häufig die nachspawnen. Oder wie schnell. Ich geh mal kurz speichern, bevor wir weiter da lang gehen. Er mag Form sein. Aha. Aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ne? Jetzt funktioniert's also. Okay. Da geht's hoch. Ach, hier kann sie auch lang. Okay, so hoch schafft es also auch. Dann geht es doch bestimmt auch darüber. Und darüber, ne? Hier. Und da lang. Hier rechts rüber. Als ob die das da hoch schafft. Okay, also, okay, so macht das Sinn, ja. Ich glaube, ich kletter lieber mal hier weiter. Ich frage mich, wie die Alte hier ihr Schmuckstück verloren hat. Da gibt es noch andere Wege hier hoch. Und wenn ja, warum nehmen wir die nicht? Aber ist das hier kein Lagerfeuer? Sieht interessant aus. Aha. Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht.
Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Abseilen. Ja, nice, ey, lol. Stark. Aber was ist das da hinten für ein... für fette Viecher? Guckt euch das mal an. Alter. Hier geht's runter, okay. Mehr Viecher. Hallo, Kuckuck. Gerade überlegen, ob ich mir die schnappe alle oder nicht. Ja, war doch sehr leise. Aber das Ding hat kaum was gemerkt. Okay. Oh! Keine Munition mehr. Tot. Nice. Ah, fuck off. Oh, jetzt starten wir wieder beim letzten Lagerfeuer, ne? Ich muss mir das irgendwie... Ne, hier oben hat's gespeichert. Okay, alles klar. Also speichert's auch so manchmal. Okay, die Viecher, die spawnen aber auch echt schnell nach, ne? Lass uns mal überlegen. Eigentlich können wir auch hier direkt runter. Hätten wir gar nicht gegen die kämpfen müssen. Und da ist auch wieder das Lagerfeuer. Da stelle ich es mir extra um und jetzt bin ich schon, habe ich das eh schon drin hier in manchen Sachen. So. Mitnehmen. Und dann zurück zu Krater. Du musst mir helfen. Was? Wer? Ich muss mit dir reden. Ja. Echt, willst du das wirklich? Bitte! Ja, auf ein Wort! Chill, chill. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum... aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Ja, klar. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. In Köpfen seiner. So, lass uns mal gucken, wie weit ist das weg? 170, dann machen wir das eben. Bevor wir zu Grata gehen. Die sind wieder die Maschinen. Wir gehen aber hier weiter. Mal schön alles mitnehmen. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Oh ja, würde ich auch so sehen.
Wo sind denn Sachen zum Verstecken? Sehe ich das von hier? Aus. Ah, Fische. Ich brauche Hilfe. Ja, ich weiß. Ich kann nicht runter. So, hilf mir doch jemand! Hilfe! Ja, ja, chill mal. So, hilf mir doch jemand! Ich sitz hier fest. Der da hinten ist das, ne? Ich kann nicht runter. Hilfe! Ah. Ja, wenn nicht, ist sie. Bitte. Na, halt still. Halt still. Ja, zeig's ihnen richtig. Ja, ja, Schimmer. Schalte diese Wächter aus. So. Nice, das lief doch gut. Diese Wächter aus. Nein. Die Holz sammeln wir alle wieder ein. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. So, hilf mir doch jemand. Ja, ja. Ist so. Soll ich mal ein bisschen beruhigen? Kann ich kurz mit dir reden? Nee. Jetzt. Bin gerade ein bisschen beschäftigt. Okay, jetzt habe ich Zeit für dich. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Machen wir schon. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Okay, versuche das Gebiet mit meinem Vogel. Der Fokus, ne? Doch, das ist der. Ah, das geht auch mit Mausrad. Okay. Okay. Dann gehen wir mal da entlang, ne? Oh je. Bevor wir weiter wieder in Kampf kommen, sollte ich vielleicht nochmal... Sollte ich nochmal Munition herstellen. Achso, Stolperfall. So, dann schauen wir mal. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Ja. Und das versuche ich ja gerade. Da oben, ne? Mutters Wiege. So, und dann hier lang. Ah, okay, ich kann die auch so wieder markieren und dann so hinterherlaufen. Gut.
Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Mit Sicherheit. Ich sollte drüben nachsehen. So, ich frage mich, wie viel Holz man tragen kann. 135 haben wir jetzt schon. Und mir fällt gerade ein, wo sehe ich eigentlich... Ach, da oben sehe ich Stufe 4. Dann kann ich gleich vielleicht nochmal gucken, ob ich nochmal was leveln kann. Fertigkeiten. Tatsache, und ich weiß auch schon was, genau, um Zeit zu verlangsamen. Hätten wir hier, dafür braucht man 2, ne? Aber das ist sehr gut. Ah, ein Lagerfeuer, perfekt. Dann folgen wir dem Plünderer mal weiter. Da oben, ist er das? So, jetzt hole ich mir den Speer. Ja, machen wir. Der steckt da in ihm drin. Oh, da sind noch mehr. Was denn für ein Vieh? Auch ein Plünderer. Oh. Ach Gott. Scheint ein bisschen stark zu sein. Ich hätte jetzt natürlich auch super mal das Zeitverlangsamen ausprobieren können, wenn ich dran gedacht hätte. Okay. Hier sind nur die beiden runtergekommen. Das war jetzt natürlich, ein bisschen blöd gelaufen. Ach du Scheiße, was macht der denn? Eieiei, was hat der denn da geschossen? Guck doch nach den Schwachstellen und denk an die Feuerpfeile und Jumperpfeilen. Ja, die Feuerpfeile, die will ich mir eigentlich für die Quest gleich aufbewahren, die brauche ich ja. Stolperpfeilen muss ich mir Arana mal... wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ja, genauer anschauen. Ja, und Schwachstellen, auf die habe ich ja geschossen, die gelben. Aber da war ja noch was, ne? Ja. Das Ding hätte ich gerne noch. Aber die Plünderer, die schalten echt was aus, ne? Das ist auch ein Plünderer? Ja, auch ein Plünderer. Vielleicht können wir uns ja ran schleichen, auch wenn der schon vorgewarnt ist, irgendwie. Okay, der läuft hier einfach... Hä? Der hängt im Felsen fest. Nice. Daneben. Können wir den trotzdem plündern? Nö. Nice. Nein, jetzt können wir den nicht plündern. Naja, egal. Ja, genau, hier war noch einer. Und dann, da wir uns geheilt haben, können wir das hier auch wieder mitnehmen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Den Fels, ja. Hat ja was gebracht, wie du siehst.
Okay, auf jeden Fall können wir jetzt den Speer zurückbringen. Straf den Felsen. Böser Felsen. Ganz, ganz böser Felsen. Felsen muss bestraft werden. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Mhm. Okay. Gut, ne? Das ist ein bisschen irritierend, weil das Symbol zeigt da lang, aber wenn ich oben gucke, ist es da. Jetzt ist es auch da, nice. Wir sollten wieder was herstellen. Ja, also Pfeile wären sehr wichtig, vermutlich, denke ich, glaube ich. Okay. Aber wenn wir so weiter fleißig sammeln, dann sollten uns die Pfeile tatsächlich nicht ausgehen. Yo, da hinten ist es. Da. Immer schön Holz mitnehmen, damit wir uns auch immer schön Pfeile herstellen können. Und eine hiervon. Da hinten können wir die Quest abgeben. Dann gehen wir zurück zu Krater. Und dann gehen wir zu Wast. Mutter sei Dank, Aloy ist zurück. Gern geschehen. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Easy. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Gerne. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Ja. Was hat er jetzt mit dem Speer gemacht? Speerschadenstärkung plus 1. Okay. So, nee, nicht Wast. Grata, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Oben.